Was geht ab, YouTube? Heute erzähle ich euch etwas über Satanismus. Das ist ein sehr hässliches Thema, aber eben auch ein sehr weit unterschätztes Thema. Denn wenn die Opfer ritueller Gewalt nach wie vor Höllenqualen erleiden müssen, kommen die Täter nach wie vor ungeschoren damit davon, bis auf ein paar Bauernopfer vielleicht. Und bei der Täterschaft handelt es sich in weiten Teilen, darauf deutet leider immer wieder sehr vieles hin, wohl um die sogenannte Elite unserer Gesellschaft. Und weil das so ist, möchte ich euch bitten, dieses Thema nicht sofort, wie so oft, in das Reich der Verschwörungstheorien zu verbannen, so ging es mir zumindest am Anfang, sondern dem offen zu begegnen und auch diese Doku bis zum Ende zu schauen. Denn es geht schließlich um Kinder bei dem, was da passiert. Das gesagt, möchte ich euch gerne den Fall Nikki vorstellen, welche im Film Höllenleben, ein Opfer ritueller Gewalt auf Spurensuche, sehr eindrucksvoll das, was ihr passiert ist, schildert. Die Tagebuchaufzeichnungen sind während ihrer Therapie entstanden. Sie berichten von rituellem Kindesmissbrauch, von seelischen Grausamkeiten, von Folter und Kindstötungen. Alles deutet auf eine satanistische Sekte hin. Wieder diese entsetzlichen Erinnerungen. Als ich wach wurde, lag ich in einer Scheune und viele Menschen waren da. Mit Umhängen und Masken. Irgendjemand malte mir was auf meinen Körper. Mir war so schlecht und alles drehte sich im Kopf. Zwei hielten mir die Beine auseinander und jemand kam auf mich zu. Ich drehte meinen Kopf weg und schaute zur Decke. Auf dieser Reise wird uns Nikki mit vielen Grausamkeiten konfrontieren, die für sie selbst in der Erinnerung äußerst schmerzhaft sind. Sie will es so. Mit 40 Jahren ist sie soweit, nach einer jahrzehntelangen Therapie. Im Laufe dieser Spurensuche werden wir viele sogenannte Innenpersonen, Kinder, Männer, Frauen kennenlernen. Von einigen werden wir ungeheuerliche Dinge hören. Dinge, die man nicht glauben möchte. Diese Zweifel kennt Nikki. Umso schwerer war für sie der Entschluss zu dieser Form der Aufarbeitung. Sie hat keine Beweise. Sie hat nur ihre Erinnerungen. Erinnerung. Mutter fuhr mit mir zu einem Haus, wo ich vorher noch nie war. Es war ein wunderschönes Haus mit einem großen Garten und Swimmingpool. Es waren mehrere Männer und Frauen dort. Mutter übergab mich einen Mann und ging wieder weg, glaubte ich zuerst, aber es war falsch. Dieser Mann sagte, wenn du deine Sachen sehr gut machst, darfst du nachher schwimmen und bekommst von mir Schokolade. Dieser Mann brachte mich ins Haus. Ein anderer Mann kam dazu mit einem Fotoapparat. Ich sollte mich ganz langsam ausziehen und dabei in den Apparat sehen und lachen. Ich tat es, wie es mir befohlen wurde. Es machte immer wieder Klick. Als ich nichts mehr anhatte, sollte ich mich auf die Bettkante setzen und mich selbst überall streicheln und dabei stöhnen. Ich wollte das nicht und weigerte mich. Dann kam meine Mutter herein. Die hatte mein Kaninchen auf den Arm. Das Kaninchen bekam ich geschenkt und ich mochte es sehr gerne. Mutter sagte, wenn du nicht das tust, was der Mann will, schneide ich deinem Kaninchen die Kehle durch. Der Mann kam und die Frauen auch. Ich musste mich hinknien und genauso wie die Kamera stand. Der Mann drang von hinten in mir ein und die Frauen leckten mich. Es tat so weh. Ich riss mich los und wollte weg. Meine Mutter schrie, schau her, du dreckige Hure. Und schnitt mein Kaninchen die Kehle durch. Ich schrie und schrie. Lief zu meiner Mutter und flehte sie an, mach es wieder gesund. Aber sie hielt es an zwei Beinen fest und ließ das Blut auf mich laufen. Bitte, ich will...
Das ist von Jimmy. Man sieht, hier ist eine Kamera. Und das sind Stromschläge. Also es wurde gefilmt? Es wurde gefilmt, ja. Beim Foltern? Beim Foltern wurde gefilmt. Gefilmt zu werden, kann Niki heute gut ertragen. Dabei erfahren wir auch von Innenpersonen, die den Kult in großer Abhängigkeit und Willfährigkeit durchlebt haben. Heute kann Niki auch über deren Erinnerungen sprechen. Ein Erfolg der Therapie, die diese Abhängigkeit durchbrochen hat. Und diese anderen Täter, damals Täterhörigen? Also Mentu ist eine Persönlichkeit, die Königin werden wollte. Von sich aus? Von sich aus. Das war ihr Wunsch. Sie hat alles getan, ohne irgendwelche Regungen, ohne ein Gefühl zu zeigen, einfach knallhart. Königin von was, von wem? Von Satan. Sie wollte Königin von Satan werden und hat was dafür getan? Einfach alles, bis zur Tötung eines Kindes. Das, was uns Niki hier berichtet, ist beileibe kein Einzelfall. Angeregt durch ihren mutigen Schritt, das, was ihr passiert ist, öffentlich zu machen, traten auch weitere Opfer ritueller Gewalt an Guido Grant und sein Team heran und berichteten nahezu identisch. Die haben zum Beispiel uns, also Strom reingemacht in uns, so an uns. Und die haben uns in einen Käfig gesperrt und haben dann Hunde auf den Käfig laufen lassen. Und damit haben die versucht, dass man gefügig wird. Annette hat bei der Polizei in Hamburg Anzeige gegen die Eltern erstattet und eine Selbstanzeige. Man habe sie zum Töten gezwungen. Sie ist keine multiple Persönlichkeit. Ihre Kindheit schildert sie als Doppelleben. Die heile Welt eines Pastorenhaushaltes in Bielefeld, die zerstörerische Welt in einer Sekte. Meine Eltern haben mich dort eingeführt, als ich circa 4 Jahre alt war. Da habe ich die erste Erinnerung daran, wie ich dazu angehalten wurde, eine Katze zu töten als 4-jähriges Mädchen. Und nach wurde ich dann immer tiefer in diese Gruppe eingeführt. Zum Teil sah das so aus, dass ich zuschauen musste, wie andere Kinder missbraucht wurden. Ich möchte eine Situation beschreiben, wie ich einmal meinen älteren Bruder gesehen habe. Da war er circa 11 oder 12 Jahre, ich entsprechend jünger, 2 Jahre jünger, wie er während einer Misshandlung oder kurz nach einer Misshandlung wie ein seelenloser, nur noch schreiender und zuckender Körper vor mir lag. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich mir damals geschworen habe, das werden sie niemals mit mir schaffen. Was ist aus deinem Bruder geworden? Mein Bruder hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, hat sich erschossen. Es gab ein Ritual, da lag ich auf dem Altar. Ich wurde mit Fell bedeckt und mit irgendeinem übelriechenden Zeug eingeschmiert. Meine Beine wurden gespreizt, festgebunden. Es wurde ein Ziegenbock hereingeführt, der mich dann begattet hat. Und dann ist keine Erinnerung mehr da. An Ziegen kann ich mich auch irgendwie noch erinnern. Ziegen. Die haben uns Verletzungen gemacht am Körper. Schnitte. Was weißt du noch? Dass die uns oft gefesselt haben an so eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau. Geschlagen und mit einer Peitsche. Die haben uns ganz oft missbraucht. Das haben die dann immer gemacht.
wenn sie mit den anderen Sachen fertig waren. Lucy hat viele Schnitt- und Brandnarben. Auch die beweisen nichts. Also einmal die Formen sind körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, Bedrohung, Erpressung, Schweigegebote, Tötung an Tieren und an Menschen im Rahmen von Ritualen, an Säuglingen, an Kindern, an Frauen. Manchmal ein Mensch, der umgebracht wird, manchmal sind es auch mehrere. Die Tötungen werden auf eine ähnliche Weise immer beschrieben. Da gibt es verschiedene Formen, die sich aber auch in den Berichten immer wiederholen. Es hat immer auch was mit Blut zu tun. Es hat was mit Blutrausch, Machtrausch zu tun. Es hat was mit Kannibalismus zu tun, mit Bluttrinken, mit Menschen Fleisch essen, mit einer in der Regel auch lebenslangen Einbindung. Also zumindest die Menschen, die aus solchen Hintergründen kommen, von Kulten, die über Generationen hinweg existieren. Die rekrutieren ja ihre Mitglieder sozusagen aus den eigenen Reihen. Die Kinder werden hineingeboren, die werden von klein auf an diese Rituale gewöhnt, die werden von klein auf auch im Alltag so behandelt, dass sie dafür tauglich sind, sage ich mal. Das klingt brutal, aber genau so ist es. Haben Sie von solchen Fällen in Deutschland gehört, dass Leute wirklich für einen Satanskult umgebracht werden? Ja, Betroffene berichten das fast immer. Und ich habe in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gelebt und gearbeitet und habe Menschen in Therapie gehabt, die miteinander nie was zu tun hatten, die unabhängig voneinander so etwas berichtet haben. Und ich weiß eben auch von Kollegen, Kolleginnen bundesweit aus Vernetzungen heraus, dass dort wieder ganz andere Betroffene, die sich untereinander nicht kennen, hingehen und ähnliche Dinge berichten. Also es lässt sich eine Struktur daraus erkennen. Auch der Verdacht, dass die Webelsburg ein Austragungsort dieser schrecklichen Verbrechen ist, schien sich mehr und mehr zu bewahrheiten. Mein Job war es, das, was diese Dame uns erzählt hat, dass sie mit einem Hubschrauber mitgenommen worden ist, dass sie auf der Webelsburg missbraucht worden ist, keine Ahnung was alles, das musste ich versuchen zu recherchieren, ob da überhaupt was dran ist. Wie gesagt, ich bin Journalist, muss nach Fakten gehen. Ich habe über diese ganzen Monate sehr schnell festgestellt, dass das, was die Frau gesagt hat, auch wenn es noch so unglaublich klingt, doch gestimmt hat. Also eine Geschichte kann ich mal kurz erzählen. Da ging es um die Webelsburg. Sie hat gesagt, in der Webelsburg im unteren Bereich ist sie rituell missbraucht worden. Es war aber damals bekannt, in die Webelsburg kommt man gar nicht rein. Ich habe mir dann den Museumsdirektor geschnappt und da ich Unterlagen hatte von einem amerikanischen Satanisten, der auf der Webelsburg ein satanisches Ritual gefeiert hat, hat darüber auch Logenpapiere gehabt, die waren in Deutschland nicht bekannt, die hatte ich aus Amerika bekommen. Es war Dr. Michael Aquino, der Chef des Temple of Seth. Und dieser Museumsdirektor hatte diese Papiere noch nicht, oder dieser Museumsführer, ich weiß nicht mehr genau, was es war, vom Museum. Und habe gesagt, okay, wenn du mir da ein bisschen meine Informationen gibst, dann kriegst du von mir dieses Papier. Er hat mir dann erzählt, ja, es gibt da schon mal, dass Schlüssel verschwunden sind und dass wir im unteren Bereich dieser Webelsburg tatsächlich Kerzen gefunden haben und Logengegenstände. Also auf einmal war das wieder, auf einmal glaubwürdig, was da erzählt wurde. Dieser Unterbereich in dieser Webelsburg ist ja gesperrt aufgrund geschichtlicher Belastung von dieser Burg. Das war eine alte SS-Ordensburg und weil immer wieder, sagen wir mal, rechtsorientierte Menschen da irgendwelche Rituale gemacht haben, ist es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, dieser Bereich. Ja. Und trotzdem gibt es aber Menschen, die da reingehen und dann diesen Ort ausnützen. Sozusagen. Die haben den damals benutzt, um eben diese Rituale zu machen. Man muss sagen, es gibt eine enge Verquickung auch zwischen Satanismus und rechtsradikalen Gruppen. Und in dem Umfeld, wo sich unsere Frau damals befunden hat, ihre Eltern, die waren selber mit diesen Satanisten und Nationalsozialisten, das war eine eigene Loge, waren sie verquickt. Aus diesem Grund war auch die Webelsburg als einer von den Ritualorten gefunden worden. Die mittelalterliche Webelsburg, heute Jugendherberge, war während des Dritten Reiches eine Kultstätte der SS. Hier erleben wir zum ersten Mal Toni, einen Jugendlichen, der sich nur selten meldet. Hier haben wir zum Beispiel in der Mitte gestanden und die standen rundherum. Hier? Ja. Was ist dann passiert? Dann haben die uns eine Spritze gegeben und dann haben wir so Tiere gesehen. Tiere? Ja. Die wahrscheinlich gar nicht echt waren. Die nicht echt waren. Imagination durch die Spritze. Ja.
Und dann sind wir in einen anderen Raum gegangen. Also hier ist noch kein Missbrauch passiert? Nein, nur die Vorbereitung. Das war hier? Das war hier. War das damals auch so hallig wie jetzt? Ja. Bloß, dass die hier noch so Tücher dran hatten, so schwarze Tücher mit Zeichen. Welche Zeichen? Ein umgekehrtes Kreuz und dreimal die sechs. Die Erinnerung führt Toni schließlich in den sogenannten Obergruppenführersaal. Hier haben sie uns so gequält. Man sieht das auch hier. Haben die uns hingelegt. Hier auf dem Boden? Ja. Ja. Und du bist ja ganz sicher, dass das dieser Säulenraum ist? Das ist der hundertprozentig. Was ist passiert damals? Sie wollten uns bestrafen, weil wir was nicht gemacht haben. Und dann haben sie uns da hingelegt. Und er... Mango ist auf uns aufgesprungen und hat uns wehgetan. Und dann war da noch der Peter und der, die haben das dann auch gemacht. Und dann haben die uns mit Blut beschmiert und so Zeichen auf den Körper gemalt. Aber das ist lange her, das weißt du, gell? Ich weiß, dass das lange her ist. Das ist nicht jetzt, ja, das weißt du. Und dann haben sie ein Kind hier reingebracht. Ein Baby und dann sollte ich das töten und ich wollte es nicht, aber ich musste es. Und dann haben sie mir den Mund zugedrückt. Dann wurde das Baby getötet und das Herz rausgenommen. Dann haben alle gesummt und man musste das Herz essen, immer so ein Stück. Weil das Kraft gibt, Macht gibt. Das vergisst du nicht. Das kann man nicht vergessen, weil das Baby ja auch schreit. Wart ihr hier öfter? Öfter. In diesem Raum waren wir öfters, ja. Erinnern sich andere Personen? Ja, Susi zum Beispiel. Erzählt sie dir gerade, was sie sich erinnert? Ja, mit ihrem Baby. Ihr eigenes Kind hier? Ihr eigenes Kind. Meint Susi, das ist hier gewesen? Dass das hier gewesen ist. Das heißt, hier ist das Kind geboren? Und auch getötet worden. Warst du da auch dabei? Oder nur Susi? Ich war zwischendurch mal da, weil Susi das Kind mit töten musste. Sie musste ihr eigenes Kind töten? Und dann hat der Herrscher vielmehr Mango die Hand von Susi genommen und... Geführt? Mit Messer? Mit einem Dolch. Meinst du, Mango ist der Herrscher oder sind das zwei verschiedene Personen?
Es ist ein und dieselbe Person, aber den hat man ja nie gesehen mit dem Gesicht. Warum nicht? Weil der immer diese Hörnermaske auf hatte. Eine Hörnermaske. Und manchmal auch Blut an den Seiten. Es melden sich noch weitere Zeuginnen und bestätigen die Wewelsburg als Tatort. Zum Beispiel Karin, nicht multiple. Sie hat die im Film gezeigten Räume wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg mit diesem Namen gibt. Ich habe in diesem Saal diese Ornamente wiedererkannt. Die Säulen von so einer Burg habe ich oft geträumt. Und diese Ornamente habe ich oft gemalt als Kind. Da ist mal dieses Hakenkreuz da unter der Decke, was ich kenne. Und ich weiß jetzt, woher ich es kenne. In dieser Gruft hat es eine Feuerstelle gegeben. Eine Art Stein oder Altar. Und auf diesem Altar wurde ein Kind abgetrieben. Ich war schwanger mit dem Kind, es wurde im sechsten Monat abgetrieben und geopfert. Dort in dieser Gruft? Ja. Dessen sind Sie sich jetzt wie sicher? 99,9%ig. Also an diesem Bilde, was hier ist, dieser Seilzug, an so ein Ding kann ich mich entsinnen. Ob es jetzt hier war oder woanders, weiß ich noch nicht. Aber an so etwas kann ich mich entsinnen, dass da auch Leute hochgehoben wurden oder hochgezogen wurden. Kopf nach unten und Füße dann nach oben. Wie so ein Schwein, was geschlachtet werden soll. Ja. Da sind die Ketten. Was für Erinnerungen kommen da? Dass ich da so an Ketten gefesselt in der Ecke sitze irgendwo, in so einer Art Verlies, so wie hier. Dass die auch in der Wand eingelassen sind, so wie hier. Und dass ich auch nicht alleine bin, dass da noch mehr Kinder sind, dass die weinen. Also ich kann mich auch an solche Steine erinnern, diese Gruben gehauenen Steine hier. Also diese zusätzliche Zeugenaussage, stützt da den Anzeigenvortrag noch, widerlegt sie ihn. Wir haben eigentlich ja nichts, was jetzt das Anzeigevorbringen tatsächlich konkretisiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das dort damals passiert ist, aber wir haben keinen konkreten Anhaltspunkt, außer diese Aussage von Niki, dass dort das passiert ist. Eine weitere Zeugin berichtet anonym von einem Tötungsritual in der Burg im Jahr 2000. Trotz aufwendiger Untersuchungen konnten jetzt aber keine Blutspuren mehr gefunden werden. Es gibt noch eine Zeugin, die also auch jetzt wohl so weit ist, dass sie zur Polizei will, die auch in therapeutischer Behandlung ist und die auch gerne Kontakt zu ihnen aufnehmen möchte. Und die sagt, dass hier auch was in Gütersloh passiert ist und auch auf der Wewelsburg. Und die sich auch konkret jetzt, nachdem sie nunmehr den Film gesehen hat, auch konkret sie wiedererkannt hat. Zwei Opfer aus derselben Loge. Ein Indiz? Beide erinnern sich sogar an ähnliche Täternamen. Die Zeugin bringt den Mut auf, sich bei der Polizei selbst zu belasten. Ein Seelsorger hat sie bei diesem schwierigen Schritt begleitet. Die ersten Worte, die ich hörte, in allerersten Gesprächen, diese Hände. Und ihre Hände wurden mir dann eben entgegengestreckt, diese Hände haben getötet. Und das ist eben auch der Zusammenhang. Das lässt sich eben auch nicht mehr abwaschen von diesen Händen. Selbst wenn überhaupt keine der Innenpersonen, niemand Verantwortung trägt, weil sie einfach viel zu jung waren und permanent missbraucht worden sind selber. Ich habe dieses Kind erkannt. Ich kannte dieses Kind von früher. Ich weiß nicht mehr, wann im Verlauf des Filmes es war. Es wurde ein Kinderbild von dieser jungen Frau gezeigt. Es sah aus wie so ein Einschulungsfoto.
Niki ist ungefähr 7 Jahre jünger als ich. Und alle Kinder, die im Kult sind, lernen, dass man anderen Kindern etwas tun muss. Und so gehört Niki zu den Kindern, denen ich auch etwas getan habe. Das ist zum Beispiel Schlagen bis kurz vor die Bewusstlosigkeit. Das ist zum Beispiel mit einem Gegenstand zu penetrieren und anderes mehr. Was ist in der Wewelsburg passiert? Unter anderem Tötungen. Auch in diesem Kultsaal oder wo? Oben in der Säulen, in diesem Säulenraum. Wie kann das sein, dass sich in unserer heutigen, multimedial vernetzten Welt solche Nachrichten nicht wie Lauffeuer verbreiten? Und wie kann es sein, dass die Täterschaft unantastbar scheint und von der Justiz nahezu unbehelligt bleibt? Hinweise darauf, wie das vonstatten geht, geben uns Opfer, aber auch Experten und seriöse Wissenschaftler, die sich vom Berufswegen damit auseinandersetzen, wie eben Juristen, also Anwälte, aber auch Journalisten und vor allen Dingen Psychologen. Dabei geht es von der plumpen Androhung und Ausübung von Gewalt über die subtile, operante Konditionierung der hineingeborenen Opfer bis hin zu Korruption auf allerhöchster politischer Ebene. Hast du dich jemals jemandem anvertraut? Nein. Warum nicht? Aus Angst zu sterben. Wieso Todesangst? Ja. Mir wurde mehrfach unter Folterbedingungen eingeimpft, dass ich, wenn ich darüber spreche, was mir passiert, ich sterben würde. Bin ich in den ersten Grad eingeweiht, dann unterliege ich der sogenannten Arkandisziplin. Arcanum, lateinisch, das Geheimnis. Die Arkandisziplin legt mir auf, wirklich, aber auch wirklich gar nichts über die Infrastruktur der Gruppe einem Außenstehenden, einem Nicht-Eingeweihten zu erzählen. Ja, und das Verletzen der Arkandisziplin untersteht martialischen Strafandrohungen. Sagen die, wenn du uns outest, in welcher Form auch immer, bekommst du die Rübe ab. Und die Leute glauben das. Erst Drohungen, dann massive Strafaktionen. Sind dies Beweise oder nicht? Kinder werden also entweder in diese satanischen, okkulten Logen mit hineingeboren, die oftmals nicht registriert sind. Also sie werden nicht gemeldet, dass es Geburten gibt. Also es gibt tatsächlich, das kann ich auch alles belegen, es gibt Logen und Orden in Deutschland, da werden Frauen geschwängert und werden 9 Monate lang bis zur Geburt sozusagen isoliert. Die werden sozusagen, da gibt es richtige Ritualtexte dazu. Ich habe das alles recherchiert, habe auch darüber publiziert. Und wenn das Kind dann auf die Welt kommt, ist es nirgends registriert. Das Kind ist halt eben da und wenn das Kind dann weg ist, dann weiß kein Mensch, dass es dieses Kind jemals gegeben hat. Das Schlimmste, an das sich die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, erinnern, sind ritualisierte Geburten und Opferungen. Antje und ihre Schwester haben bei der Polizei auch darüber ausgesagt. Unabhängig voneinander. Nach 10 Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben. Diese Geburt wurde eingeleitet. Es war mit einem Arzt. Und ich kann nicht mehr sagen, ob ich eine Spritze bekommen habe oder ein Getränk oder beides. Das ist alles möglich. Da war Antje schwanger. Da war ich 10, als ich schwanger war. Da müsste ich ungefähr 14 gewesen sein. Es gab in der Ecke ein Schaffellager, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass andere dort ein Baby auf die Welt gebracht haben. Bis es dann irgendwann mir passierte und ich auch ein Stück von dem Mutterkuchen schlucken musste. Dort hat sie das Kind geboren. Es hat ihr keiner geholfen. Das musste sie alleine tun und sie war auch hinterher völlig fertig. Ich wurde festgehalten, musste zusehen. Du wurdest festgehalten? Ja. Von wem? Also von der Mutter auch. Er hat mich an den Schultern festgehalten auch. Ich musste das mit ansehen, um zu wissen, was auf mich vielleicht mal zukommt. Um zu wissen, du hast sowieso keine Chance.
Und ich weiß noch, dass ich im Prinzip überhaupt nicht laufen konnte und das Blut mir an den Beinen herunterlief und all solche Sachen und auch die Fruchtblase irgendwie verwendet wurde. Die Nachgeburt kam dann auch, dann hat sie Spritzen gekriegt, dass sie aufstehen kann und auch laufen kann. Dann wurde sie in eine Kutte gesteckt, der Raum wurde gewechselt. Und dann lag das Kind da, schreiend. Also die Kutten haben sich alle wieder in der Runde drum aufgestellt. Es wurde auch dabei gesungen. Die haben rhythmisch gesungen. Es war also keine Worte dabei oder so. Es war einfach nur ein Rhythmus, laut, leise, in einer bestimmten Intonation. Ich musste dieses Kind töten. Obwohl ich selbst kaum dazu in der Lage war, zu stehen, zu gehen oder irgendwas. Dann kam Antje in der Kutte. Man konnte auch noch sehen, das Blut lief ihr auch runter. Die haben mir da nicht irgendwie geholfen oder so. Das war nicht. Und dann stand sie halt vor dem Baby und musste zustechen. Ich wurde dazu aufgefordert. Meine Hand wurde geführt. Ich musste ein bestimmtes Ritualmesser nehmen mit dem Namen Atame. Der hohe Priester kam, der hat ihr das Messer in die Hand gedrückt und hat ihr das Messer geführt. Und sie musste zustechen ins Brustbein. Den Brustkorb öffnen, diese weichen Rippen spreizen, das Herz herausnehmen. Also das Herz entnommen, da musste Antje auch ein Stück von essen. Dann wurde dieses Herz in eine Schale gelegt. Und jeder, der um den Altar herum stand, musste ein Stück dieses Herzen essen. Und der Hohepriester hat ihr die Hand geführt? Der hat ihr die Hand geführt, der stand hinter ihr. Der war größer natürlich als sie. Der hatte eine schwarz-goldene Maske auf. Das war irgendeine Tiermaske. Deswegen, also die anderen hatten auch spitze Kapuzen. Der hatte eine runde Kapuze und die Maske davor. Und er hat ihr die Hand so über den Kopf geführt. Und hat das Stechen hat er ihr geführt. Wie weiß ich aus den Erzählungen eigentlich aller Opfer, die mir über Kindestötungen berichtet haben, dass es immer so abgelaufen ist, dass Kinder einen besonderen Schutz hatten, wenn die eine Identität hatten, eine klare Identität und eine soziale Einbindung. Und ich hatte mehrere Frauen, die mir berichtet hatten, dass es da dann eben andere Kinder gab, die eben nicht geschützt waren. Und dann gibt es ja auch noch diese Form, dass eben bei den Frauen, jungen Frauen, Mädchen, die in den Kulten drin sind, gezielt Schwängerungen vorgenommen werden und die Föten abgetrieben werden oder die neugeborenen Babys sofort umgebracht werden, die Frauen einfach so weit isoliert werden, dass im Prinzip keine registrierten Kinder werden können. Hier sieht man auch, dass ein Kind geboren wird. Was heißt das Einführungsritual? Dass die einen das lernen oder lehren, was wichtig ist, um zu leben. Dass man zum Beispiel sich freut, wenn man einen wehtut, weil das besser ist für alle. Ungefähr 3-4 Schritte von mir entfernt lag ein Mädchen. Ich sollte dieses Mädchen töten, sollte mit dem Messer 2 rituelle Schnitte vollziehen, durch den Hals und einmal den Körper entlang von oben bis unten. Ich erinnere mich, dass die Menschen, die um mich herum standen, in einer Art Gesang, Gemurmel ausbrachen mit dem Tenor, töte sie, töte sie. Ich habe dann das getan, was ich tun sollte. Ich habe das Messer genommen und dieses Mädchen getötet, diese Schnitte gemacht. Als das Ritual zu Ende war, ich war am seelischen
Zusammenbruch nahe. Also ich erinnere, dass ich auf dem Boden gesunken war, aber die Erwachsenen anerkennend, schulterklopfend mir begegneten, dass sie stolz auf mich seien und dass ich meine Sache gut gemacht hätte. Und genauso ist es dann, wenn ich heute irgendwo dran denke, dass der Körper das anderen Kindern angetan hat. Also wenn ich mir dann einfach Kinder so auf der Straße angucke und mir das einfach bewusst mache, dann wird mir einfach nur schlecht bis hin, dass ich sage, nee, also ich habe jetzt einfach kein Recht mehr zu leben und bringe mich einfach sofort besser um. Erst Opfer, dann Täter. Ein Teufelskreis. Jetzt sagtet ihr vorher, ihr habt selber ein Kind. Hat die gleiche Geschichte erlebt, ja. Es ist klar, dass also mit Ausstieg aus dem Kult also keine Handlungen auch stattgefunden haben unserer Leithaus. Also dass da schon Sicherheit besteht. Aber Tatsache ist auch, dass es einmal anders war. Und das Kind weiß das auch. Ja. Und das Schwierige dabei ist natürlich dann mit den Schuldgefühlen umzugehen, die dann einfach da sind. Dieses dazu gebracht worden sein, anderen zu tun, empfinde ich als die schlimmste Vergewaltigung, die man mir hatte antun können. Im Fall des Küsters hat sich die Staatsanwaltschaft auf die Aussagen des Sohnes verlassen. Nach dessen Angaben soll sein Vater hier beerdigt worden sein. Nicht berücksichtigt wurde dabei von den Ermittlungsbehörden, dass, wie im satanistischen Milieu üblich, der Sohn selbst zum Täterkreis gehören könnte. Wenn jetzt die Polizei ermittelt, dass der Mensch, der zu einer bestimmten Zeit in einem Ritual getötet worden ist, denn 6 Jahre länger gelebt haben und eines natürlichen Todes gestorben sein soll, wie würden Sie das dann einschätzen? Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die offen sind. Erstens müsste man ja mal gucken, stimmt so die Aussage? Ja, und wenn, dann müsste ja ermittelt werden können, ob die betreffende Person auch tatsächlich in dem Grab, in dem Sarg liegt. Eine Obduktion kam für die Staatsanwaltschaft offenbar nicht in Betracht. Sterbeurkunden gab es keine mehr und im Krankenhaus lag nur noch ein sogenannter Arztbrief vor, dessen Echtheit nicht weiter überprüft wurde. Wozu auch, wenn man der Anzeigenden offensichtlich wenig Glauben schenkt. Ich gehe davon aus, dass Legenden gebaut wurden und dass natürlich, wenn solche Taten in solchen Kreisen, die ja nicht dumm sind, Akademiker, und in solchem Umfang und in auch solcher einer zeitlichen Dimension, also andauernd könnte es ja sogar sein, ausgeübt werden, dann gehört ein großes Maß an Organisation dazu und da gehört ein großes Maß an Aufwand des Spurenverwischens auch dazu. Und da bin ich der Meinung, das wird bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier irgendwelche Spuren verwischt worden sind, sondern wir haben eher Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um einen Mord handelt, in Anführungsstrichen, der nicht der Realität entspricht, sondern eventuell der Fantasie. Weder Verwandte noch Verdächtige wurden von der Polizei verhört, geschweige denn observiert. Die Eltern werden von der Anzeige wohl erst durch die Filmausstrahlung erfahren. Erstaunlich ist, dass der Fall auch nach einem Jahr noch in Hamburg liegt. Üblich wäre, ihn an die für die jeweiligen Tatorte zuständigen Staatsanwaltschaften abzugeben. Das wären wegen der Externsteine Detmold und Bielefeld. Dort hätte man ihn mit den anderen Ermittlungsverfahren verknüpfen können. Und man wartet einfach auf eine Leiche. Und bevor nicht eine Leiche da ist, gibt es auch keinen Mord. Und gibt es auch keinen Mordverdacht. Und so kurz finde ich das ja wirklich nicht richtig. Wenn da tatsächlich Menschen umgekommen sind, was ist mit den Leichen passiert? Einige Leichen sind im Moor versenkt worden. Bist du sicher? Ja. Hast du gesehen? Ja. Einfach? Es gab einen Aussteiger, der wurde getötet, gehäutet und ins Moor geschmissen. Wie alt war der? Das war ein Erwachsener. Aber du weißt nicht, wie der hieß? Nein. Und es wurden Leichenteile, Leichen entsorgt in den Säurefässern der Großverzinkerei. Moor gab es in der Umgebung.
Die Mutter hat in der Verzinkerei gearbeitet. Könnte das wirklich jeder in der Gesellschaft sein oder gibt es da eine klassische Gruppierung? Es kann im Prinzip jeder in der Gesellschaft sein. Es wird immer wieder berichtet, dass Ärzte beteiligt sind, dass Leute aus dem Film- und Musikbusiness beteiligt sind, dass Politiker beteiligt sind, Krankenhauspersonal, Juristen, Richter. Das sind durchaus Berufsgruppen, die immer wieder genannt werden. Solange die Gesellschaft nicht akzeptiert, dass es die Herren in den weißen Westen sind, die da mitmachen, und dass die das Netzwerk haben und wir nicht, so lange wird sich daran auch nichts ändern. Gina hat schließlich Anzeige erstattet. Der Stiefvater wurde wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet. Die anderen Täter nahmen Rache. In der Traumatherapie kam heraus, dass die Satanisten sie schwer gefoltert haben müssen, um zu verhindern, dass sie bei der Gerichtsverhandlung über den Kult spricht. Also das, was ich wusste, habe ich Ihnen einfach erzählt, dass zum Beispiel bei uns im Keller so eine gelbe Decke war, eine Kiste war mit so bestimmten Anziehsachen und auch eine Peitsche und Messer und Kerzen und solche Dinge. Also ich habe erzählt, dass ich nachts weggebracht werde und dass da Menschen sind, die so in so Kutten sind und dass ich dann dahin gelegt werde und die auf mich draufsteigen und solche Sachen. Und das hast du damals schon alles erzählt? Ja. Und ja. Das hat. Nee, es wurde überhaupt bei der Gerichtsverhandlung überhaupt nicht erwähnt. Absolut null. Das Einzige, was sie halt nachher geglaubt haben, als sie dann ihn nach mehreren Stunden festgenommen haben, da haben sie halt dann so ein paar Zettel bei ihnen in seiner Hosentasche gefunden. Und das hat ihn wohl überführt. Aber alles andere, was ich so vom Kult erzählt habe, auch so, das haben die überhaupt nicht aufgeführt. Der Stiefvater wurde 1975 zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Heute wäre das Strafmaß sicher höher. Das Problem, was ich einfach sehe, ist aber auch die Frage, inwieweit ein Gericht dann bereit ist und in der Lage ist, überhaupt sich auf eine derartige Situation einzulassen. Sich einzulassen auf die Situation, dass es hier eine Person gibt mit mehreren Innenpersonen. Und das wird also ein Jurist am Ende nicht entscheiden, sondern das wird ein Sachverständiger oder eine Sachverständige entscheiden, ob die Aussagen glaubwürdig sind. Und da sehe ich die Hauptprobleme in dem Zusammenhang mit Multiplen, dass die Sachverständigen da sehr gespalten sind, was ich wahrnehme. Es gibt viele, die den Zustand negieren, die behaupten, dass das, was Frauen darlegen, dass das dann wird denen eine sogenannte histrionische Persönlichkeit oder ähnliches unterstellt. Es wird gesagt, es sind erhebliche schauspielerische Talente da. Niki und die anderen sprechen selten in der Ich-Form. Sie sind eine Gemeinschaft geworden. Sie haben die Erinnerungen, die Schmerzen und Todesängste aufgeteilt. Desto mehr wir gequält worden sind oder ja, so eine todesnahe Erlebnis hatten, dann haben wir gespalten. Also haben wir eine neue Person entstehen lassen. Sagen wir mal, ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen. Und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und so geht das immer weiter, solange bis die Folter vorbei ist. Ein psychiatrisches Gutachten von 1987 bestätigt ihr die multiple Persönlichkeitsspaltung aufgrund sexuellen Missbrauchs in der Kindheit. Eine umstrittene Diagnose, die allmählich jedoch mehr Akzeptanz findet. Genaue Zahlen über Multiple in Deutschland gibt es nicht. Wenn ein Kind eben unter 3 Jahren, wo die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist, ein sogenanntes Ich entstanden ist, ganz schweren traumatischen Situationen ausgesetzt ist, also die mit Todesangst verbunden sein müssen, die ein Kind überhaupt nicht ertragen und auch nicht bewältigen kann, also Baby oder Kleinkind. Und dann spaltet sich ein Mensch auf in erstmal 2 Teile. Ein Teil, der das unbeschadet übersteht, der davon nichts mitbekommt, der so an die Seite gestellt wird, gesund bleibt, heil bleibt, sich weiterentwickeln kann. Und ein Teil, der das Trauma erträgt, also der mit der Todesangst umgeht, der die Verletzungen erträgt. Und wenn diese 2 Teile nicht ausreichen, dann entstehen halt immer mehr.
Was beinhaltet Konditionierung und Programmierung? Also Konditionierung sind ganz normale Lernmechanismen bei Menschen. Und in diesen Zusammenhängen werden halt Lernprozesse erzeugt durch extreme Foltersituationen. Also beispielsweise ein Kind wird in eine Kiste gesperrt, bis es kurz vorm Ersticken ist. Es wird rausgeholt, zusammen mit einem Handysignal in die Kiste gesperrt, dann dazu gezwungen, ein Tier zu töten. Das Kind wird es beim ersten und zweiten Mal versuchen, nicht zu tun, bis es irgendwann lernt, ich muss es tun, sonst werde ich immer wieder in die Kiste gesteckt. Wenn Sie dieselbe Situation wieder verwenden, das Kind in die Kiste sperren und noch länger drin lassen, dass es also noch näher dem Tod ist, dann kommt ein anderer Persönlichkeitszustand. Die Kiste wird aufgemacht, jemand geht auf das Kind zu. Dieser dissoziierte Persönlichkeitszustand weiß nicht, wie es in die Kiste gekommen ist, geht auf den Menschen zu, erlebt ihn als Retter. Das heißt, Sie können das, wenn Sie es öfters wiederholen, das Handysignal geben und diese Persönlichkeit geht auf diesen Mann zu, der der Täter ist, aber von diesem Persönlichkeitszustand nur als Retter erlebt wird. So kriegen Sie eine konditionierte Reaktion. Das sind Tiere, die wir töten mussten. Kaninchen, ein Huhn, ein Hahn, auch ein Hund. Das ist ein Bild von Gina. Und zwar wurde da, vielleicht erzähle ich das mal lieber selber. Ja, okay. Ja. Und zwar waren wir da an einem See, wo Enten und so waren und hatte sein Gewehr genommen und hat sie angeschossen, dann rausgeholt und den Kopf abgedreht. Mhm. So sieht man hier auch den Kopf und ja, das ist die gelbe Decke, die er immer dabei hatte, um uns oder mich auch zu trainieren. So. Und deswegen hattet ihr so lange Phobien vor gelbe Sachen. Gelbe Anziehsachen, also alles, was gelb war, gelbe Blumen oder es hat zu viel in uns ausgelöst. Es sind eben Kenntnisse, die viel mit Gehirnwäsche zu tun haben und das kennen wir auch aus Diktaturen, dass das da bekannt ist. Im Dritten Reich, denke ich, wurde da auch ganz viel zugemacht und funktionieren tut es eigentlich nach diesem alten Konditionierungsschema, was wir Psychologen eigentlich auch kennen, dass einfach bestimmte Reize miteinander gekoppelt werden und dann eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Das heißt, ein Kind wird gezielt in Todesangst versetzt. Damit wird ein bestimmter Reiz gekoppelt. Das kann irgendwie ein Lichtreiz sein, das kann eine Glocke sein, das kann ein Wort sein, das kann eine Bewegung sein, das kann ein Bild sein, das kann alles Mögliche sein, was der Täter für geeignet hält. Und dann wird eine Reaktion des Kindes praktisch erzwungen. Auch da haben die Historiker langsam eingelenkt. Der Nationalsozialismus selber ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, eine politische Bewegung. Es war vor allen Dingen auch eine religiöse Bewegung. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Und Adolf Hitler hat natürlich eins versucht. Er hatte natürlich versucht, das Christentum abzuschaffen, um praktisch seine eigene Religion zu kreieren mit dem Nationalsozialismus. Christliche Feste wurden ausgetauscht, pipapo. Also es gab da viele, viele Ansätze. Auch da habe ich einen Film gemacht, Hitlers Religion, mit einem Kollegen in Österreich, dem Petrus van der Leet. Das ist auch alles gesagt worden. Und das muss man einfach so sagen, dass natürlich die SS war natürlich durch Himmler, der selber Okkultist war. Himmler war selber Okkultist und hat auch eine okkulte Meinung vertreten. Und aus dem Grund ist es, dieser Okkultismus, Nationalsozialismus ist nicht zu trennen. Das spielt alles mit eine Rolle und man kann einfach auch heute sagen, dass Adolf Hitler auch eine Weltanschauung hatte, die mit in den Okkultismus hineingeführt hat. Ja. Äußere Kontrolle über den Verstand ist nichts Neues. Sie ist tausende von Jahren alt. Sie ist aufgezeichnet in Höhlen. Sie ist aufgezeichnet im ägyptischen Totenbuch. Adolf Hitler war sehr interessiert in Verstandeskontrolle und er bevollmächtigte seine rechte Hand Heinrich Himmler, Forschung in dieser Richtung zu unternehmen, speziell bei nordeuropäischen Familien, die in mehreren Generationen sexuellen Missbrauch, psychologischen Missbrauch und körperlichen Missbrauch an Kindern vollzogen wurden. Sie sehen, ich bin sicher, jeder von uns versteht.
Für diejenigen von uns, die die Bibel lesen und verstehen, braucht es wohl wenig Interpretationen über die Sünden der Väter. Sie verstehen, was Missbrauch in mehreren Generationen bedeutet. Understand what multigenerational abuse means. In this case, das beginnt mit der Geburt und beinhaltet gewaltigen sexuellen, psychologischen und körperlichen Missbrauch, der an den Kindern durch ihre Fürsorger ausgeübt wird. Physical abuse that is put on these children by their caregivers. Adolf Hitler wusste, dass diese Menschen, die missbraucht waren, sehr, sehr empfänglich werden für äußere Verstandeskontrolle. Very, very receptive to external control of their mind. Überlegen sich ja vorher, wie können wir jetzt unser Ziel, diese Rituale durchzuführen, erreichen? Wie bewegen wir das Kind dazu, dass es das mitmacht? Und wie bewegen wir das Kind dazu, dass es den Mund hält? Oder wenn es denn schon redet, wie können wir dafür sorgen, dass ihm keiner glaubt? Das sind ja wichtige Ziele für die Täter, weil wenn die Kinder sprechen würden und einfach erzählen würden, das und das und das ist mir passiert, vielleicht käme ja wirklich mal jemand auf die Idee, das zu überprüfen. Und das sind ja strafrechtlich relevante Handlungen. Cathy O'Brien, nach eigener Aussage eines von sehr vielen Verstandeskontrollen, MK-Ultra-Opfern, liefert uns einen weiteren Erklärungsansatz für die bewusste Herbeiführung bzw. operante Konditionierung von multiplen Persönlichkeiten bzw. Menschen mit dissoziativer Identifikationsstörung. Ich wurde 1947 in Michigan in eine Familie hereingeboren, in der bereits seit Generationen Inzest üblich war. Mein Vater wurde als Kind sexuell missbraucht, meine Mutter wurde als Kind sexuell missbraucht und sie beide missbrauchten mich ebenfalls. Mein Vater missbrauchte mich sexuell, soweit ich zurückdenken konnte, und ich hörte ihn oft sagen, dass er seinen Penis anstatt der Brustwarze meiner Mutter ansetzte, als ich noch ein Kind war. Ich sage Ihnen das, sodass Sie verstehen können, dass meine Sexualität in der Kindheit verwirrt war. Sie wurde in Gehirnareale hineinkonditioniert, wo sie über Lebensmechanismen wie Essen und Trinken gleichgesetzt wurde. Ich sage Ihnen diese Fakten, damit Sie besser verstehen können, was mir in der Gesellschaft passiert ist. Ich benenne Namen, Mark und ich benennen Namen in diesem Buch Transformation of America. Ich tue das nicht, damit ich sagen kann, ich war im Weißen Haus mit dem und dem. Das ist der Glamour-Teil, sondern damit Sie wissen, wer das Problem ist und wo diese Probleme liegen. Der sexuelle Missbrauch, den ich erlebte, war so schrecklich, dass er eine dissoziative Identitätsverwirrung auslöste. Dies wurde bisher NPD genannt und ich bin so froh, dass Sie den Namen in dissoziative Identitätsverwirrung geändert haben. Denn dieses Wort beschreibt exakt die komplette Mentalisierung, die auftaucht, wenn eine Person ein Drama erlebt, das erschreckend ist, um es zu erfassen. Selbst heute kann ich nicht verstehen, was mein Vater getan hat. Es war moralisch falsch. Der Schmerz und das Leid durch seinen Missbrauch war so außerordentlich, dass ich dissoziative Identitätsverwirrung erlebte. Es war wirklich unbegreiflich. Es gibt keinen Platz in meinem Verstand, um mit solchem Horror umzugehen. Deshalb entwickelte ich eine Abteilung in meinem Gehirn, einen kleinen Bereich einer Hemisphäre, der durch blockierte Nervenbahnen abgetrennt war. Dieser Teil wurde also in meinem Gehirn weggeschlossen, um die Erinnerung an den Missbrauch abzuspalten, sodass der Rest meines Verstandes normal funktionieren konnte, als wenn nichts passiert wäre. So, wenn mein Vater am Essenstisch saß, erinnerte ich mich nicht an den sexuellen Missbrauch vorher. Aber sobald er seine Hosen auszog, erinnere ich mich an den Teil. Der Teil in meinem Gehirn begann zu arbeiten, der wusste, wie er mit diesem erschreckenden Missbrauch umzugehen hatte. Die Nervenbahnen öffneten sich, sodass der Teil meines Verstandes, der damit umgehen konnte, wieder und wieder und wieder so handelte, wie es gebraucht wurde. Ich hatte eine Reihe von Erfahrungen in dem Gehirnareal, wo der Missbrauch meines Vaters gespeichert war. Aber ich hatte keine volle Einsicht oder sie ist sehr begrenzt gewesen, eine sehr begrenzte Sicht. So, ich bin froh, dass das Syndrom nicht mehr NPD genannt wird. Ich
Es entwickelte sich eine andere Abteilung in meinem Gehirn, die mit dem Missbrauch durch meine Mutter zu tun hatte. Ihr Missbrauch ist vorwiegend psychologisch. Sie litt selbst unter dissoziativer Identitätsverwirrung und ich halte sie nicht für zurechenbar für ihre Handlungen in der Weise wie mein Vater, der sich dessen, was er tat, voll bewusst war. Meine Mutter in ihrer Unfähigkeit, sich selbst zu kontrollieren, zerstörte jede Form von Selbstbewusstheit, die ich hätte entwickeln sollen. Und ihr Missbrauch war so schrecklich, dass ich andere Abteilungen in meinem Gehirn entwickelte, nur um mit meiner Mutter umgehen zu können. Ich entwickelte ein anderes Gehirnareal, um mit der Kinderpornografie umgehen zu können, zu der mein Vater mich gebracht hatte. Er war ein leichtlebiger Würmersucher mit einer 6. Klasse Bildung und stockte das Familieneinkommen mit Kinderpornografie auf. Er verkaufte sie an den lokalen Mafia-Pornoring von Michigan. Es gibt eine kriminelle Splitterpartei in unserer Regierung, die daran interessiert ist, Kinder als Zielscheibe für Verstandeskontrolle zu benutzen, so wie sie es mit mir getan haben. Denn die Abspaltung von Traumata im Gedächtnis schien der Regierung als ideal, um Regierungsgeheimnisse geheim zu halten. Nach all dem, was ich erfahren hatte, wie konnte ich daran denken, mich zu erinnern? Wie hätte ich darüber sprechen können? Menschen, die an dissoziativer Identitätsverwirrung leiden, entwickeln ein fotografisches Gedächtnis in den hinteren Hemisphären, denn das Gehirn hat einen Verteidigungsmechanismus. Wenn ein Drama aufsteigt, wird zugleich eine fotografische Aufzeichnung umgeben von dem Drama freigegeben. Um ein Beispiel dafür zu geben, viele von Ihnen, die alt genug sind, sich zu erinnern, wissen exakt, wo sie zu dem Zeitpunkt waren, als John F. Kennedy ermordet wurde und was sie taten. Denn dies war ein Ereignis, das die Nation dramatisierte. Und es zeigt, wie der Verstand fotografische Ereignisse, die ein Drama umgeben, aufzeichnet und festhält. So hinter den Missbrauchsbarrieren hatte ich ein fotografisches, exaktes Gedächtnis, das der Regierung ideal für Programmierung erschien. Auf dem Weg zur Wewelsburg, eine Touristenattraktion in der Nähe von Paderborn. Gina und andere vermuten dort Opferkulthandlungen. Was für ein Gefühl ist das jetzt für euch, so den Weg zur Wewelsburg zu nehmen? Ja, auf einer Seite haben wir ein bisschen Angst. Und auf einer anderen Seite ist es auch, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was da gewesen ist. Vielleicht gewesen ist. Also sicher seid ihr euch jetzt noch nicht? Nein. Was wäre das Schlimmstmögliche? Dass da das passiert ist, was einige von uns erzählen und sagen. Und ja, dass sie das dann nochmal dort wie so ein Film abläuft. Nochmal wieder erleben? Nochmal wieder erleben, mit den ganzen Schmerzen. Hier erleben wir zum ersten Mal Toni, einen Jugendlichen, der sich nur selten meldet. Das ist der Weg. War das hier? Das war ihr. Ja, dann gehen wir mal langsam und du musst immer wissen. Toni reagiert heftig auf diesen Ort. Er hat Sprachschwierigkeiten und leidet unter Asthmaanfällen. Und wenn, ich fasse dich nicht an, nur wenn du es möchtest. Hier sind wir nämlich hochgekommen. Ja. Den Weg seid ihr hochgekommen? Ja. Du bist ganz sicher, ja? Ihr sind uns ganz sicher. Toni führt uns zielstrebig in einen der Kulträume, zuerst in die sogenannte Gruft. Hier sollten die Toten der SS geehrt werden. Da geht es nicht. Toni sucht den Saal mit den Säulen, an den er sich so genau erinnert. Da Es ist mehr als 30 Jahre her. Die Erinnerung führt Toni schließlich in den sogenannten Obergruppenführersaal. Sie sind interessiert daran, Menschen zu programmieren, um in ihnen Nachrichten zu verstecken. Verbatim. When I delivered messages,
Als ich Nachrichten ausrichtete, richtete ich exakt das aus, was mir gesagt wurde, wobei ich dann die Stimme und den Unterton meiner Missbraucher benutzte, ohne ein bewusstes Verstehen dessen, was ich sagte. Wie ein Tonbandrekorder, der exakt das wiedergibt, was in ihn eingespeichert wurde. Ein anderer Aspekt, in dem die Regierung interessiert war, als eine dissoziative, identitätsverwirrte Person hatte ich kein Konzept von Zeit, denn ich sprang von Gehirnareal zu Gehirnareal ohne Erinnerung daran, was vorher geschehen war. Deshalb hatte ich keine Fähigkeit, irgendeine Zeitspur einzuhalten. Zeit war ein Konzept, das für mich absolut unzugänglich war. Weißt du, wie alt ihr damals wart, der Körper? Da haben wir sehr viele Probleme mit. Wie lange wart ihr immer in diesen Räumen? So mit der Zeit, das wissen wir nicht, aber uns kam das immer sehr lange vor. Wenn ich nicht weiß, was ich vorher getan hatte, würde ich auch nicht wissen, wann ich erschöpft sei. Deshalb erlebt eine Person, die an einer dissoziativen Identitätsverwirrung erleidet, eine außerordentliche physische Verhärtung. Sie lebt die scheinbar supermenschliche Stärke und Fähigkeit, weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Menschen mit dissoziativer Identitätsverwirrung entwickeln ein um das 44-fache gesteigertes Aufnahmevermögen. Deshalb sieht man sie so oft mit weiten Augen, sieht das Weiß um ihre Augen, weil sie mehr von ihrer Umgebung hereinnehmen als die Durchschnittsmenschen. 44 mal so viele Details zu sehen als die Durchschnittsperson macht sie perfekt für die Überbringeroperation oder für den CIA auf verschiedenen Ebenen, an denen die Regierung interessiert war und in denen sie Verstandeskontrolle entwickelte. Ich war eine Ausgewählte für Verstandeskontrolle, denn durch den sexuellen Missbrauch, den ich erlitt, war meine Sexualität gesteigert. Deshalb wurde ich als Sexsklavin benutzt und auch zum Ausrichten von Botschaften, eben um diese Regierungsleiter zu informieren. Diese Regierung, diese kriminelle Splitterpartei unserer Regierung, ist deshalb so interessiert gewesen an Menschen mit dissoziativer Identitätsverwirrung, weil sie wissen, dass jedes Kind, das in Kinderpornografie einbezogen ist, Dramen erlitt, so schrecklich, dass es sie durch Abkapselung stoppen muss. Deshalb nutzte diese kriminelle Splitterpartei unserer Regierung diesen Kinderpornografiering, um Kinder wie mich als Zielscheibe für das Projekt zu nutzen. Zu meiner Zeit war der Politiker, der den Mafia-Pornografiering von Michigan schützte, ein Mann namens Gerald Ford. Das ist derselbe Gerald Ford, der der erste ungewählte Präsident der USA wurde. Ich verbrachte sehr viel Zeit, um zu versuchen, dies anzuzweifeln. Aber unglücklicherweise ist der Beweis, der all dies unterstützt, nicht nur Cassie O'Briens Geschichte, auch die anderen Beweise, die ich John sandte, von der Nebraska-Aufdeckung, erschreckende Aufdeckungen, wie sie bekannt sind. Sie unterstützen, was Sie heute Nacht hier hören werden. Zusätzlich gibt es eine Unmenge an Informationen, die in der Vergangenheit auftauchten, vor etwa 3 Jahren, die von Menschen kamen, die an der Front waren. Nicht nur Therapeuten, sondern auch von Generälen, Colonels, Militärs, Mitgliedern des CIA, die uns mit Tonnen von Dokumenten zudeckten, die nicht nur Cassies Story untermauerten, sondern Tausende von anderen, so wie sie. Jackie ist nicht ein Einzelfall. Ich wünschte, sie wäre es, denn wenn sie es wäre, stünde ich heute nicht vor Ihnen. Denn das würde bedeuten, dass das Problem nicht weiter existiert. Unglücklicherweise ist das nicht der Fall. Was Cassie O'Brien geschehen ist, geschieht überall auf der Welt. Und es geschieht in Wohnungen.
in daycare centers, nicht in Wohnungen von unhöflichen Leuten, die keine Erziehung oder geschriebene Sprache kennen. Leute, die über Jahre Inzest praktizieren. Written language skills, who have been practicing incest for years. Und dies geschieht als Ergebnis einer koordinierten Bemühung überall auf der Welt. Come out of the intelligence communities, again from around the world. We spent about 5.5 years. Wir haben 5.5 Jahre verbracht in einem Kreis. Law enforcement and mental health. Now that was done to protect us. Mit geistiger Hilfe. Dies wurde getan, um uns zu schützen. Es wurde auch getan, um Informationen ins Reine schreiben zu können. Dies mit Blick auf andere Überlebende, die ebenso endeten und die wie Sie freie Denker sind und etwas darüber wissen, was vorgeht, es aber bisher nicht verstanden. Ich werde Ihnen so viel Hintergrund über mich geben, dass Sie ein wenig Verständnis darüber haben, wie ich in der Lage war zu tun, was wir erreichten. Cassie und ich. Aber unsere hauptsächliche Absicht ist natürlich, diese Informationen zu den Bewohnern dieses Landes und denen anderer Länder zu bringen, die über dieses Thema reflektieren und von denen wir nicht wissen, wie viele es sind. Es gibt Tonnen über Tonnen von Dokumenten. Transformation von Amerika ist ein Buch und alles, worüber Jackie in diesen Artikeln berichtet, in den ersten 4 bis 5 Kapiteln ist unglaublich, aber alles, was dieses Buch beinhaltet, ist etwas, das wir beweisen können. Als dieses Buch fertiggestellt wurde, hatten wir 27.000 Dokumente. 27.000 Dokumente. Wir haben jetzt mehr als 3 Tonnen Papierarbeit. Over 3 tons of paperwork. General Russell Boyne recently, I won't say fled, he didn't like that, I'm sure. General Russell Boyne, who was one of the originators, and he's set up Operation Watchtower, the CIA. Dies betrifft Operation Watchtower, CIA, und so weiter. I even appreciate people when they say, this is hard to believe, I'm going to look at this book and I'm going to look at these documents. I tell them, please, please, please do this. Ich begrüße es, dies zu hören. Ich begrüße sogar Leute, die sagen, das ist schwer zu glauben, aber ich will in das Buch schauen, ich will in diese Dokumente schauen. Bitte, bitte tun Sie das. Schauen Sie auf das Ende unseres Buches und Sie werden eine Liste von Büchern finden, die Sie bekommen können, die geschrieben wurden von Doktoren, von renommierten Leuten, Professionellen. Die Situation mit Cassie und mir war sehr verschieden. Ich war kein Arzt. Ich war kein Psychiater. Ich habe keine Versicherung, Praxis oder Lizenz zu schützen. So hielt ich Cassie davon ab, Zeitungen zu lesen. Als ich sie rettete im Februar 1988, wusste ich nicht ihren Namen, wie alt sie war oder wo sie war. Ich habe sie dort gesehen, wo Leute in Spionage involviert waren. Und ich dachte sofort, dass Cassie ein Informationskurier sei. Sie war gekleidet wie eine Prostituierte, sie ging wie eine Prostituierte und sie sprach jemand, der einer christlichen Bewegung angehört. Es war so ein Konflikt, ich konnte diesen Kontrast kaum fassen, bis ich Randinformationen von einigen Leuten bekam, die involviert waren. Involviert im CIA. Ich entwickelte eine Behandlungsmethode, die letztendlich Cassie O'Brien wieder befreit hatte. Zum zweiten Mal in ihrem Leben. Das erste Mal, als sie geboren wurde, und es stoppte genau da. Als ich Cassie und ihre Tochter rettete, die Information darüber ist in diesem Buch, brauchte es für mich 1 Jahr. Um es ein wenig zusammenzubekommen. Es war eine Menge Schreckliches und eine. Die Sprache des Unterbewusstseins zu kennen, versorgte mich mit den Schlüsseln und Auslösern, um all die Türen in Cassies Verstein zu öffnen, die zu ihrem Missbrauch gehören. Es gab mir zuerst Informationen wie Bankkontonummern und ich fand das sehr ungewöhnlich. Ich fand heraus, dass die meisten Leute, die für MK Ultra arbeiteten, nichts wussten über ihre
Deprogrammierung. Ich bin nichts mehr als ein Hacker. Statt ein Computerprogramm zu hacken, hacke ich Programme im Kopf frei. Das ist der Job eines Hackers. Es versorgte mich mit gewaltigen Informationen über Bankkontonummern, aber statt herauszugehen und das Bankkonto abzuräumen und mich für den Rest des Lebens im Luxus zu verstecken, brachte ich die Sachen zum FBI und gab sie ihm. Nicht, weil ich wusste, dass sie sauber oder schmutzig waren, sondern weil ich nicht wollte, dass sie mich umbringen. Ich stellte alles, was in diesem Buch ist, über eine Periode von 3,5 Jahren zusammen. Jeder, der in diesem Fall betraut war, die Namen von Behörden und Leuten sind in diesem Buch. And the names of over 1,000 agencies and people are in this book. In den nächsten 2 Stunden werden Sie von unfassbaren Experimenten an Menschen erfahren und Sie treffen Personen, denen Ihr Ich gewaltsam geraubt wurde mit dem Ziel der totalen Gedankenkontrolle. Sie träumen von der perfekten Kontrolle des menschlichen Geistes. Der absoluten Herrschaft über das Ich jedes Einzelnen. Der Erschaffung einer neuen Persönlichkeit auf den Ruinen der Alten. All das bedeutet absolute Macht im Kampf der Supermächte. Der ideale Spion. Der perfekte Killer. Die ultimative Menschmaschine. Ist all das schon Wirklichkeit? MK Ultra Bewusstseinskontrolle. In den Vereinigten Staaten hat die Regierung so ihre Geheimnisse. Viele Dinge können passieren, ohne dass es die Öffentlichkeit merkt. Für ihre Ziele gehen die Wissenschaftler über Leichen. MK-Ultra war nicht als Folterprogramm gedacht. Aber es gibt viele Gründe, warum die Regierung an der Forschung zur Bewusstseinskontrolle interessiert war. Ein Projekt, das die Erschaffung einer künstlichen Persönlichkeit zum Ziel hat, gerät außer Kontrolle. Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass menschliche Geheimwaffen eingesetzt wurden. Welt der Wunder auf den Spuren eines unglaublichen Verbrechens, dessen Ausmaße jahrzehntelang geheim gehalten wurden. Die Therapeutin Valerie Wolf hatte schon viele Patienten mit schweren psychischen Verletzungen behandelt. In New Orleans war sie eine der angesehensten Experten, wenn es um Ängste und Missbrauch ging. 1992 stellen sie aber 2 ungewöhnliche Fälle vor ein Rätsel. Claudia Mullen und Kristen Nicola. Beide Frauen haben schon endlose Jahre an Therapien hinter sich. Doch niemand kann ihnen helfen. Claudia und Chris sind anders als ihre übrigen Patienten. Die beiden Frauen kennen sich nicht. Die Symptome sind aber die gleichen. Angstattacken, Selbstmordgedanken, Anzeichen von Persönlichkeitsspaltung. Und über Jahre hinweg Erinnerungslücken. Und das Merkwürdige, beide Frauen haben eine seltsame Abneigung gegen Buchstaben und Zahlen. Valerie Wolf ist ratlos. Dann bei einer Sitzung bekommt sie durch Claudia Mullen einen unerwarteten Hinweis. Pamela Noblett, eine Kollegin und Freundin von Valerie Wolf, erinnert sich an die Patientin. Eines Tages kam sie rein mit einem beschriebenen Blatt Papier. Da stand etwas über Mind Control. Und Valerie sagte, was zum Teufel ist das? Sie telefonierte rum und fragte, hast du schon einmal so etwas gesehen? Valerie Wolf ist irritiert. Noch nie hat sie etwas von Mind Control, Bewusstseinskontrolle gehört. Woher hat Claudia Mullen diesen Begriff und was bedeutet er? Sie begibt sich auf Spurensuche, ruft Kollegen an, sucht nach Antworten. Wir gehen ihrer Spur nach. Sie führt uns nach Los Angeles. Dort treffen wir Valerie Wolfs Freunde. Das Psychologen-Ehepaar Randy und Pam Noblett. Sie kannten Valerie gut. In den frühen 90er Jahren hörten wir von überall her über diese Geschichten und wir wussten nicht, was wir davon glauben sollten. Wir riefen uns gegenseitig an und sagten, was denkst du? Etwas Merkwürdiges passiert hier, oder?
Valerie Wolf ist entschlossen herauszufinden, was Mind Control ist und wie sie ihren Patientinnen helfen kann. Im Juni 1992 nimmt Valerie Wolf an einem Kongress in Virginia teil. Hier erfährt sie etwas Unglaubliches. Menschen sollen über Jahre hinweg systematisch gequält worden sein. Ein Kollege, Corydon Hammond, Professor der Psychologie, hält eine Rede über Hypnose und rituellen Missbrauch. Der Vortrag sorgt auf dem Kongress für große Aufregung, denn er enthält etwas absolut Schockierendes. Valerie besorgt sich die Tonbandaufnahmen. Hammonds Behauptungen gleichen einer Horrorgeschichte. Der Psychologe spricht über Bewusstseinskontrolle, Hypnose, Gehirnwäsche und Folter. Alles bekannt unter dem Begriff Mind Control. Das Unglaubliche: Die Opfer dieser Peinigung sind unschuldige Menschen. Doch für welche Zwecke? Unter dem Decknamen MK Ultra wurden angeblich über Jahre hinweg Tausende von Menschen in den USA misshandelt. Die Opfer können sich an nichts mehr erinnern, leiden unter ständiger Angst und sind psychisch schwer geschädigt. Valerie Wolf erkennt sofort, die Symptome sind die gleichen wie bei ihren Patientinnen Krista Nicola und Claudia Mullen. Noch etwas verblüfft sie. Viele Opfer von MK Ultra haben Verwandte in der NASA, der CIA und dem Militär. Ist es Zufall? Oder wer steckt dahinter? Die US-Regierung? War sie der Drahtzieher? Auch Claudias Vater gehörte zum Militär. Wurde auch sie ein Opfer dieses seltsamen Programms? Valerie Wolf will mit Hilfe des Psychologen Professor Hammond herausfinden, was MK Ultra bedeutet. Hammond hatte bemerkt, dass viele seiner Patienten auf bestimmte Codes reagieren. Zahlenreihen, Buchstaben, Begriffe. Traf er durch Zufall den richtigen Code, öffneten sich die Patienten und ihre schrecklichen Erinnerungen drangen an die Oberfläche. Als besonders effizient erwiesen sich bei seiner Methode die Buchstaben des altgriechischen Alphabets. Aber was hat das zu bedeuten? Können sich wirklich hinter Buchstaben Erinnerungen verstecken? Und wie funktioniert das? Wir fragen den amerikanischen Experten für Mind Control, den Psychiater und Buchautor Dr. Colin Ross. Er praktiziert in Dallas, im Bundesstaat Texas. Einen über Hypnose eingesetzten Code zu installieren ist sehr einfach und ist genau das gleiche, was jeder Hypnotiseur bei seiner Hypnosebehandlung macht. Man implantiert nur eine Suggestion. Da altgriechische Buchstaben im Alltag selten vorkommen, eignen sie sich perfekt für einen solchen geheimen Code. Valerie Wolf beschließt, diesen Code auch bei ihren Patientinnen anzuwenden. Was dann passiert, hätte die Therapeutin nie für möglich gehalten. Chris und Claudia reagieren. Schlagartig kommt ihre Vergangenheit wieder an die Oberfläche. Dr. Green misshandelte mich mit elektrischen Schocks, Drogen, schnallte mich fest, gab mir Spritzen in den Bauch, Rücken, verrenkte meine Gliedmaßen und benutzte Hypnosetechniken, die in mir Selbstmordgedanken hervorriefen. Durch die Folgen der Bestrahlung, der chemischen Zusätze, der Drogen, Schmerzen, dem physischen und mentalen Stress wurde mir die Fähigkeit genommen zu arbeiten und eigene Kinder zu bekommen. Valerie ist schockiert. Worauf ist sie da gestoßen? Ist das alles nur Fantasie oder wirklich so geschehen? Professor Shefflin. 16 Jahre später folgen wir ihren Spuren und besuchen den Juraprofessor in Kalifornien. Shefflin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Gehirnwäsche und Manipulation. Was genau ist MK Ultra und wer steckt dahinter?
MKUltra was a Central Intelligence Agency program was designed to MK Ultra war ein Geheimdienstprogramm, das entwickelt wurde, um zu erforschen, wie Denkprozesse bei Menschen ablaufen, wie Menschen sich verhalten unter dem Einfluss psychologischer, elektronischer und chemischer Manipulation. Das Ziel war es, Menschen zu kontrollieren und zu steuern. So steht es in den Dokumenten. Also handelt es sich um ein Projekt des amerikanischen Geheimdienstes. Kann es wirklich wahr sein, dass die CIA Zivilisten für Gehirnwäsche-Experimente missbraucht hat? Die Tatsache, dass die Regierung an Mind-Control-Forschungen beteiligt war, ist nicht nur bekannt, sondern erwiesen. Der oberste Gerichtshof der USA hat es bestätigt, ebenso die CIA. Außerdem untersuchte der Kongress die Mind-Control-Programme einschließlich MK-Ultra. Es ist ein Fakt und kein Mythos. Das, was uns Cathy O'Brien da erzählt, kommt einem nun schon sehr viel vertrauter vor. Nur dass sie eben sehr viel konkretere Namen und auch prominentere Namen vor allen Dingen nennen. My sexual experience with Bill Clinton was extremely limited, in spite of the fact that I was a sex slave. It was my experience that Bill Clinton is bisexual, leaning far more towards a homosexual end. All I've ever seen him involved in was the homosexual activity, with very limited experience with him myself. Whereas my experience was much more prevalent with Hillary Clinton, because Hillary is also bisexual, leaning more towards a homosexual end, and it was she who accessed my sex programming to fulfill her perversions. Gerald Ford, I never perceived his political affluence. I only perceived him as another abuser like my father, because Gerald Ford also sexually abused me as a child and sexually abused me right on through my mind control victimization until Mark rescued my daughter Kelly and I in 1988. One of my sexual abusers at that time was the Prime Minister of Canada, Pierre Trudeau. That's pretty powerful, huh? And you would think with all these political figures being lawyers, every single one of them, the ones that she mentioned, they're all lawyers. So they know what slander is and defamation of character is. But here's Kathy's website, Transformation of America, up and running. She's selling books, no problem. Here, if you go to Google, Amazon slings her stuff. So they just want to keep her out of the media and make sure you don't find out about this. Because if it was false, they'd already sued her long ago. Gut, das war jetzt schon der erste Teil meiner Dokumentationsreihe über Satanismus. Weitere werden folgen und die werden dann da oben in der Infobox erscheinen. Zu diesem Video, das benutzte Videomaterial sowie Literatur, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal.